Halli, hallo, Hallöchen, willkommen zu Staffel 3. Hi. Von Stranded Deep. Ich hab's auch schon ewig, also schon länger. Ewig ist es auch gelogen. Ich hab's mal mit einer Freundin zusammengespielt in diesem Split-Screen-Modus. Ist aber auch schon wieder eine neue Experimental-Version draußen. Die Version, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hatte mal wieder Lust. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen, ne? Weil es ist jetzt auch die Hardcore-Version, sprich, ne? Permadeath und so. Mal schauen, wie das funktioniert dann, ne? Ist natürlich gut, wenn ich auch kaum noch weiß, wie das Spiel hier noch funktioniert. Und direkt in den Hardcore-Modus reingehe, aber egal. Egal. So. Ich sammle mal fix ein paar Sachen ein, damit wir dann natürlich auch gleich rumbasteln können. Übrigens, war das schon vorher auf Deutsch? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. So, Steinchen nehmen wir mit. Da hinten haben wir schon eine schöne Truhe. Ein Kasten halt. Dings meine ich. Ein Container. Gut, ich wollte eigentlich reingucken, aber egal. Habe ich halt falsch gedrückt. So, Steinchen. Steinchen haben wir genug. Erstmal. Tutorial ist jetzt auch seit neuestem da, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Wie gesagt, ist lange her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Also zumindest aufgenommen habe und gespielt habe. Aber es ist irgendwie die gleiche Insel, die ich gerade in der Testaufnahme hatte. Komisch. So. Was machen wir zuerst? Ein Steinwerkzeug auf jeden Fall. Was soll ich machen? Sammle Ressourcen, drücke Tab, um dein Inventar zu öffnen. Wunderbar. Stelle mit Hilfe des Herstellungsmenüs ein Steinwerkzeug her. Haben wir getan. Markiere im Herstellungsmenü die Anleitung für das verfeinerte Messer, drücke Right-Mount-Button, Right-Mount vor allem. Die Mount-Button, kennt man ja. Und dafür brauchen wir noch viermal von denen da. Dann nehme ich doch mal mein Ding in die... Also das hat sich... Ja, egal. Das Steinmesserchen meine ich natürlich. So. Zwei. Drei. Da ist Nummer 4. Auch hier werde ich wieder versuchen rumzuschnibbeln. Also, ne, das langweilig. Ja, gut, meine Let's Plays sind immer langweilig. also, das wirklich sehr, sehr. Die Durststrecken, sag ich mal so, ne? Die Durststrecken rausschneiden. So, Uhr gucken, alles gut bisher. Das war aber vorher auch noch nicht, ne? Mit den Jagen, Kochen und so weiter. Ich schätze mal, das ist Sammeln, Fitness und Bauen. Ach, keine Ahnung. Töte eine Krabbe, gerne. Wir haben ja auch Hunger. Krabben. Da sind welche. Eins. Hey, zwei. Nehmen wir direkt mal drei. So, jetzt noch ein kleines Lagerfeuer machen. Um dann das schöne Fleisch zu kochen. Nehme ich mal direkt mit. Ich glaube, die Setzlinge, die wachsen nach, oder? Also die spawnen immer nach. Bin mir aber auch nicht so sicher. Deswegen nehme ich die jetzt einfach mal mit und hoffe, dass sie nachwachsen. So, Lagerfeuer. Da. Ich möchte hier rein, weil hier haben wir ein bisschen Schatten und so. Und ich denke mal, wenn ich dann hier bin, möchte ich das Lagerfeuer da haben. Und Anzündholz. Welche? Brauche ich noch. So. Waren das jetzt nochmal? Halten E anmachen und dann abwechselnd Left Mouse Button, Right Mouse Button zum Feuer machen. Okay. So, sehr schön. Das lege ich mal hier hin zum Feuer. Koche das Krabbenfleisch, indem du es am Lagerfeuer befestigst. Das hat sich irgendwie nämlich geändert, glaube ich. Mit dem. Ja, jetzt muss ich dann E halten zum Anbringen. Aber ich glaube. Man kann es trotzdem einfach immer noch rauflegen. Weil so ein Krabbenfleisch ist dann halt doch ein bisschen, naja, ne? Deswegen machen wir direkt alle drei auf einmal. Falls es funktioniert. Ich glaube, es hat funktioniert. Zumindest als ich mit meiner Freundin zusammengespielt habe. Ich bin mir da auch nicht mehr so ganz sicher. So. Kann das eigentlich verkokeln? Ich weiß das gar nicht. Es fällt auf jeden Fall runter. Kokosnuss sollen wir noch ernten. Ich nehme noch einfach mal direkt die hier, ne? Levelaufstieg beim Kochen.
Oh, nehmen wir mal beide mit. Und jetzt sollen wir schnubbelnummeln. Fleisch ist fertig. Die konnte man schon so trinken, genau, ne? Ja, lecker, lecker. Und die mache ich direkt mal auf, dann haben wir auch direkt mal was zu essen noch. Ja, nur Krabbenfleisch ist ja auch nicht so toll. So, löschen. Muss ja nicht weiter brennen. Aber es scheint zu funktionieren. Sehr schön. Baue einen Unterschlupf. Fälle eine Palme mit einer Axt und schneide die Blätter zum Palmenwedeln. Ja, erstmal die Axt würde ich bauen dann, ne? Mal gucken, was wir brauchen. Grobe Axt. Zwei für Steinwerkzeuge, ein Stick und Schnur. Also nochmal vier von denen. Steinwerkzeuge, zwei Stück. Und dann sollten wir jetzt die grobe Axt machen bauen können. Grobe Axt macht bauen können, genau. So, mal reingucken, was haben wir hier eigentlich Schönes drin? Transportmittel, bla bla bla, Klebeband. Okay, ein bisschen Motorteile und so. Mal gucken, ob ich auch diesmal wieder einen Motor hinbekomme. Badam, badam, wo ist mein Axt denn da? So. Fällen wir wieder mal ein paar Bäume. Ich weiß, das ist kein Baum, also kein wirklicher. Ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, ob das Leveln überhaupt was bringt, also so wirklich effektiv was bringt. So nach dem Motto, wir brauchen dann weniger Schläge, um das Holz da zum Beispiel klein zu machen, also Sticks draus zu machen oder wie auch immer. Brauche ich nicht auch einen Hammer? Für den Unterschlupf? Ich glaube nicht. Bin ich besoffen? Ach da, Unterschlupf. Noch einmal eine Schnur. So, wieso hat's gepiept? Gesund? SPF ist, glaube ich, Solar Poops Forts. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Unterschlupf bauen. Erstmal Schnur. Ja, blöd. Sind wieder voll. Kann ich nicht einfach erstmal ein paar Sachen reinlegen? Haben wir Hunger? Nein, nicht wirklich. Ich würde das Fressen einfach mal hier hin. Nehme die Schnur auf. Und dann kann ich endlich speichern. So, wo will ich das Ding hin haben? So, schön. Ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Wegen Permadeath und so. Auf jeden Fall brauche ich von denen eine ganze Menge. Damit wir hier nicht eingehen. Da fällt mir genau. Wasserdestillierer. Water Destillerer. Drei Steine haben wir. Habe ich gefunden irgendwo. Könnte ich sogar noch bauen. Und die Kokosflasche. Aber ich brauche erst Level 2. Ja, von mir ist noch ein Bratspieß. Dankeschön. Das wollte ich nämlich erreichen. Aber jetzt brauchen wir wahrscheinlich viel mehr Sachen, um Dinge fertig zu machen. Ne? Auf jeden Fall nochmal. Moment, ich kann ja, wie war das? Rechts? Ja, sehr schön. So, Steine brauchen wir auf jeden Fall noch einen, denn einen habe ich da ja gerade eben. Ne, drei habe ich ja benutzt. Bist du Pipi? Ich habe einen Pipi. So, Schnur haben wir. Jetzt noch diese komische Kokosflasche. Ich glaube, die mache ich dann hier draus, ne? Kann ich dann einfach C drücken und dann. Nein. So, da haben wir doch jetzt alles. Aha. Gut, wir bauen jetzt erstmal den Wasserdestille da. Wenn man überhaupt nicht mehr klarkommt, ne? Das müsste unter. Das hier sein, ne? Oh, den Räucherofen brauchen wir auf jeden Fall. Sägebock. Aha. Brennofen. Alles neu für mich. Wasserdestillierer. Den packen wir doch einfach mal hier hin. Jetzt brauche ich diese Palmwedel. Die ich hier nicht mehr da habe. Ich habe kein Licht. Es ist so dunkel. Wir schlafen mal eine Runde. So, wie sieht's hier aus? Oh, Hunger haben wir. Dann können wir gleich mal das Fleisch essen, wa? Haben wir doch so lecker, lecker hergestellt.
gebraten. Ja, einer geht noch. Auf jeden Fall müssen wir bald angeln oder so. So, wir brauchen... Wo habe ich die Palmwedel eigentlich? Ach, ich dachte, ich immer... falsch drücke. Ich glaube, die haben wir hier gar nicht. Ich glaube, die haben wir jetzt gerade eben alle benutzt. Ja, dann muss ich wohl noch ein paar Bäume fällen, wa? Also da steht zwar auch, dass ich faserige Blätter nehmen kann, aber die will ich dann doch eher behalten, um dann, Seile zu machen. Oh, da trägt das ja. Oh, schön. So. Das Kartoffeln. Ich glaube, also früher konnte man sie ja, glaube ich, mit Glück so essen. Jetzt geht's, glaube ich, gar nicht mehr. Kann verwendet werden, um Kartoffeln in einem Farmingbeet anzubauen. Ah. Ah. Packe ich einfach mal hier hin. So. Palmige Wedel. Dann müssten wir trinken jetzt auch fast, nee, noch gar nicht mal voll haben. Die packe ich dann einfach mal hier hin. Die brauchen wir öfter mal. Ich habe ein paar viele, ja. Das waren eigentlich nur drei Bäume. So. Ich gehe nochmal Kokosnüsse... Oh, nochmal Kartoffeln. Kokosnüsse sammeln. Die jetzt überall rumfliegen. Wird ein bisschen was zu trinken haben. Wobei, ich weiß schon, man darf nicht mehr so viel trinken. Also früher konnte man ja einfach, ja... Nach dem Motto, sauf die ganze Insel leer. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt hat man dann irgendwann einen Dünnpfiff. Ist ja auch ein natürliches Abführmittel, das Zeug. So, gut. 2, 3, 4. Was hat denn der Flip gemacht? Keine Ahnung. Na, ich trinke mal 2. So, was sagt das? Ja, sieht okay aus, ne? Sieht okay aus, sieht nicht gut aus, aber okay. Stelle einen Hammer her. Und ein Holzfundament. Warum soll ich das machen? Ich will das hier noch gar nicht machen. Aber warum eigentlich nicht? Wir können auch auf der Insel bleiben und dann da grasen wir die anderen einfach ab. Gut ist. Das ist gut. Wir sind voll, schätze ich mal. Nee, aber es hat gepiept. Warum hat es gepiept? Gesund. Keine Ahnung. Okay, Tag überlebt. 1. Wow. Kann ich die jetzt nehmen und wächst die danach? Ich hoffe es einfach mal. Dann lege ich uns die einfach mal hier hin. So. Na gut, wir folgen einfach mal dem Tutorial und dann bauen wir uns jetzt einen Hammer aus 2 Steinen, mal wieder Schnur und einen, ja okay. Also in diesem Let's Play werde ich dann allerdings nicht sagen von wegen Hallo, willkommen zurück und tschüss und so weiter, denn ich werde es einfach kontinuierlich aufnehmen und sehen, wie es dann halt mit dem Schneiden passt von der Länge her. Denn durch viele Schneiden ist das ja nun wirklich, wo ich nicht weiß, wie lange ich jetzt hier aufnehmen muss für ein Part. Außer in dem ganzen Part passiert so alles. So. 25, 30 Minuten durchgängig. Action. Ich glaube nicht. So, Hammer herstellen. Da stellt ein Holzfundament her. Wie war das mal? Muss ich da ins Menü? Ja, genau. Holzfundamente. Ich packe das einfach mal hier hin. Nee, Moment. Wo will ich das hinhaben? Muss ja auch gucken, dass das dann ungefähr so ein bisschen groß ist, hoch ist, damit wir halt weiter in die Breite gehen können. Ich mach das mal so hoch. Muss man das schon immer so zusammenklöppeln? Ich weiß das auch nicht mehr. Du hast das Tutorial abgeschlossen. Erkunde die Meeresinseln und Schiffswracks nach Ressourcen. Hier beim Überleben irgendwas. Es war so schlecht zu lesen. Gut, okay. Haben wir das auch. Jetzt heißt es überleben. Ich denke mal, wir machen uns direkt mal einen Speer. Eine Angelrute will ich auch machen. Und einen Schwimmer. Aus was wird das gemacht? Abfall. Schwimmer. Toll. So. Gehen wir nochmal gucken, was da Schönes ist. Falls uns kein Hai entgegenkommt. Und nebenbei kann ich ja auch im Wasser mal nach Fischen gucken. Ne? Da ist eine Sardine zum Beispiel. Ach nee, ich brauche die... Ach ja. Geht ja nicht, ich brauche einen Fischspeer.
Was ist denn das für eine Anzeige da? So, ich hoffe, es kommt mal kein Hai entgegen. Du bist aber ein großer Zackenbarsch. Da war was zu essen drin. So, das wird doch nicht alles gewesen sein, oder? Fitness. Du bist ein Kabeljau. Oh, ich will mit der Kabeljau angeln gehen. Also Dorsch. Wird mal wieder Zeit. Keine Luft mehr. Aber ich glaube, hier ist auch schon wieder leer. Ist aber sehr wenig für so einen großen... für so ein großes Schiff. Ein Fischspeer. Dann gehen wir mal ein bisschen angeln. Also Speerfischen. So, was war hier nochmal drin? Habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf. Ja, so viel dazu. Kann ich nicht nehmen, weil wir voll sind? Da war da noch einer drin. Also scheint da zwei drin. Gut, Ration. Ist auch sehr schön. Stimmt, wir haben ja auch noch Ration in unserem... Rettungsboot. Boot in Anführungszeichen. So, Viechich. Was gibt's denn heute so? Sardinen gibt's heute anscheinend. Nemo darf ich nicht essen. Das sind wirklich viele, viele Fische. Also viele, viele Sardinen. Ich weiß jetzt nicht, ob eventuell auch andere Fische, große Fische vielleicht, hinzugefügt worden sind, damit ich dann eventuell... Naja, ich meine, so eine Sardine bringt halt nicht so viel. Die ist ja auch nicht so groß, ne? Brauche ich so gefühlt 20, 30 Stück. Damit wir voll sind. Ja, immer eine Ration. Was? Das war jetzt gerade komisch. Ah, da ist ein Hai. Ich kann irgendwie unter Wasser hüpfen. Hui. Mr. Krabs. Ist tot. So, was bräuchte ich denn für einen Räucherofen? Okay, Hoboofen nicht. Nochmal einmal Schlauch. Dann könnte ich das direkt... Ja, dann mache ich... Kann ich dann... Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich... dieses blöde, den Bratspieß wieder wegmachen kann. Gib mir mal die Axt. Ja, kann ich. Schön. Weil dann brauchen wir das nicht nochmal alles bauen. Sondern dann nutze ich einfach das ganze Zeug. Ganz viele Sardinen. Und einen Diskusfisch. Ja, die Krabbe lege ich auch erstmal hier hin. So. Die will ich auch wirklich nur für den Notfall haben. Ist ja auch eine Notfallration, glaube ich, eher. So. Die sind... Wieso? Seit wann das? Das finde ich ja doof. Ich hoffe, die Fische halten dann. Ich meine, das Geräusch hat er auf jeden Fall. Also müsste es ja eigentlich. Denn Räucherware hält ja meistens immer etwas länger. Aber ja. So, dann gehe ich mal ganz fix nach Zeug gucken. Nach Schnurzeug. Sehr schön, jetzt haben wir alles. Da brauche ich, glaube ich, wieder den Hammer für, ne? Bin mir gar nicht sicher. Nö. Wo ist denn da? Ne, doch, so rum. Sehr schön. Ja, bevor das hier alles vergammelt, mache ich das auch mal, glaube ich, direkt. So, alle Fische ist fertig gemacht. Ja, da werden wir noch ein paar machen müssen. Ich hoffe mal, das hält hier so lange. Als nächstes, was machen wir als nächstes? Was wäre sinnvoll? Das, dieser Hoboofen finde ich nicht so toll, den habe ich einmal gemacht und Jacke wie Hose nach dem Motto.
Kann ich mit dem Webstuhl eventuell aus anderen Sachen, wie zum Beispiel Palmwedel, dann Seile machen? Aber dafür brauchen wir erstmal 4 Seile. Oder Schnur. Ja, mal schauen. Oh, es gibt jetzt eine verfeinerte Axt. Leder haben wir zum Beispiel. Zum Steinwerkzeug ist ja auch kein Problem. Ich glaube, dann mache ich mal direkt. Weiß nicht, was die bringt. Vielleicht hält sie länger. Vielleicht ist sie doof. I don't know. Weg mit dir. Wie sieht es eigentlich mit uns aus? Ein bisschen Durst haben wir, ne? Bissel Durst. Aber ich will jetzt nochmal... Pipi ist nachgewachsen. Sehr schön. Ich hoffe, das verdirbt nicht, wenn ich es einfach liegen lasse. Ein Dings hätte ich gern. Ein Stein. Da ist ein Stein. So, die schöne verfeinerte Axt.